Srila Prabhupadas besonderer Wunsch ist es, dass wir seine Bücher verteilen. Er hat so viel Energie und Zeit in das Publizieren seiner Bücher gesteckt, in dem Wissen, dass diese Bücher so mächtig sind, dass sie sogar eine ganze Zivilisation wandeln können. Nicht nur ein Individuum, nicht nur eine Gemeinde, nicht nur eine Gesellschaft, sondern eine ganze Zivilisation. Im Besonderen die westliche Zivilisation, weil diese ist maßgebend, diese ist dominierend und diese ist auch am materialistischsten und beeinflusst die ganze Welt. So, um das goldene Zeitalter einzuleiten und umzusetzen, ist es notwendig, dass die westliche Zivilisation sich wandelt und ihre materialistische Einstellung wandelt. So, Srila Prabhupadas Vertrauen in diese Bücher war so groß, dass er sagte, wenn ihr einfach diese Bücher verteilt, dann wird sich alles ändern. Da wird diese glücksverheißende Umstände werden kreiert. So, das ist im großen Rahmen, dass die Bücher die ganze Welt retten können. Und in einer Erläuterung im 7. Kanto sagt Srila Prabhupada auch, wenn wir einfach Sankirtan-Yagya durchführen, dann werden automatisch Brahmana und Kshatriya-Regierungen zurückkommen. Und nur durch eine Brahmana- und Kshatriya-Regierung kann natürlich die Gesellschaft richtig geführt werden. Des Weiteren ist die Buchverteilung extremst relevant für die Individuen, die sie durchführen. Srila Prabhupada hat auch gesagt, alle meine Schüler sollen Bücher verteilen, weil das ein so mächtiger Dienst ist, weil er extremst viel Hingabe in jeder Hinsicht, geistig, sprachlich und körperlich erfordert und deshalb wird man sehr stark gereinigt durch diesen Dienst. Und als erst müssen wir selbst gerettet sein, um andere auch retten zu können. So hat eine Mataji, eine Dame, die sehr viele Bücher verteilt hat, sie war die erste Lady, die über 100 Bücher oder die 100 Bücher verteilt hat in Srila Prabhupadas Zeiten. Gauri Devidasi hat sie geheißen. Und sie hat 1986 ihren Körper aufgegeben in Vrindavan. Und auf ihrem Sterbebett hat sie noch ein Interview gegeben und erzählt über ihre Erfahrungen auf Buchverteilung. Und sie war sehr verwirklicht, ein sehr verwirklichter Devotee. Und so erzählte sie, oder sie hat gesagt, Srila Prabhupada, der hat mich ausgetrickst. Srila Prabhupada hat mich ausgetrickst. Mein ganzes Leben, oder die Zeit als Devotee, verteilte ich Bücher, weil Srila Prabhupada sagte, rettet die Welt, Sankirtan-Yagya und rettet die Leute. Und so ging ich raus, um die Menschen zu retten. Und jetzt bin ich kurz davor zu sterben und jetzt verstehe ich, ich habe mich selbst gerettet. So ist die Buchverteilung so mächtig, uns zu retten, uns zu inspirieren, uns zu reinigen. Und so sollen wir mehr Zeit verwenden, uns hinzugeben. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es eine extremst herausfordernde Tätigkeit ist, weil wir abgelehnt werden, weil wir demütig sein müssen, weil wir unserem Geist gefällt das nicht und die Anattas, die schlechten Eigenschaften kommen zum Vorschein, mit denen müssen wir dann lernen umzugehen. Aber am Ende des Tages reinigt uns das so sehr von all diesen unerwünschten Dingen und wir werden mehr und mehr transzendental und eine höhere Freude, ein höheres Bewusstsein erleben und haben. So habe ich mir überlegt, wie kann ich meine Reinigung besser vorantreiben. Und so habe ich überlegt, dass eigentlich drei Tätigkeiten für mein spirituelles Leben sehr mächtig sind. Und die möchte ich mehr und mehr tun und weniger Zeit verschwenden für andere Dinge. Diese drei Tätigkeiten sind für mich Chanten von Hare Krishna, Japa. Zweitens das Lesen von Srila Prabhupadas Büchern. Und drittens die Bücher zu verteilen. Und so möchte ich mehr den Fokus auf diese drei Tätigkeiten richten und das mehr und mehr tun. Und alles andere einfach schnell erledigen. Es geht darum, so viel wie möglich zu chanten, so viele Stunden wie möglich am Tag zu chanten, so viele Stunden wie möglich am Tag zu lesen und so viele Stunden wie möglich am Tag Bücher zu verteilen. Und so versuche ich dann eine Schedule oder wie sagt man ein Art Tagebuch zu führen und da zähle ich dann immer die Stunden und mal schauen, wie viele Stunden man in der Hinsicht beschäftigt sein kann. Na klar, mache ich nebenbei auch die Vorträge und Videos wie jetzt zum Beispiel. Ja, aber sogar das ist nicht so wichtig.
Obwohl natürlich viele bedanken sich bei mir, dass ich diese Videos und so mache und dass ich auch Vorträge im Tempel gebe, okay. Aber das ist für mich persönlich jetzt, ich meine, ich will jetzt hier nicht zu persönlich werden, aber ein Kinderspiel. Das ist nicht schwierig, ein paar Sätze zu sprechen und das zu sprechen, was man gelesen hat. Vorträge zu geben, ja, das ist für mich persönlich kein Problem. Aber was mich mehr herausfordert, sind genau diese drei Dinge. Und im Besonderen die Bücher zu verteilen. Das ist eine extremste Herausforderung und nur dadurch kann man wirklich effektiv Fortschritt machen. So versuchen wir, wie viele Stunden am Tag lesen wir, wie viele Stunden am Tag chanten wir und wie viele Stunden am Tag verteilen wir Bücher. Und die anderen Notwendigkeiten eben auf ein Minimum zu reduzieren. Das wäre sehr inspirierend, darüber auch ein Tagebuch zu führen und seine Statistiken aufzuschreiben und auch zu evaluieren in der Zeit, in der man jetzt diese drei Tätigkeiten durchgeführt hat. Wie war die Qualität? Ja? Wie war das Chanten? Wie war das Lesen? Was hat man sich gemerkt? Und wie viele Bücher wurden verteilt? Was kann man lernen? Also man kann die individuellen Tätigkeiten auch dann noch evaluieren. So wäre das sehr inspirierend, so gereinigt zu werden, dass wir wirklich rein werden von allen Anatas gereinigt, von Lust, Zorn, Gier, Neid, Illusion, all diesen schlimmen, unangenehmen und die Seele bedeckenden Eigenschaften frei werden. So dass sind diese drei Tätigkeiten sehr, sehr mächtig und das will ich persönlich machen und vielleicht sind auch andere inspiriert, sich da in der Hinsicht mehr hinzugeben, um einfach rein zu werden für Prabhupads Mission. Hare Krishna.